Es geht ja auch darum, dass Dinge, wo man glaubt, die sind sicher, die sind eigentlich selbstverständlich, die sind unverschiebbar, werden in meinem System wieder verschoben. 8 Meter sind gleich 0,176 Quadratmeter. Das bedeutet, dass es eine Ungleichung ist, weil Meter können nie Quadratmeter sein. Das Maßband hat 8 Meter, hat aber auch eine Breite, und das auseinandergeschnitten, dieses Maßband, und aneinandergereiht, ergibt eine Fläche. Und das ist eigentlich die Fläche dieser Quadratmeter. Umgesetzt eigentlich in eine künstlerische Arbeit, hat sie dann wieder ihre Richtigkeit, diese Gleichung. Es ist eine kleine Verrückung, eine Realitätsverrückung. Also ich versuche eigentlich, das Festgefahrene wieder etwas zu verschieben und wieder neu zu denken. Wir wachsen ja auf mit einem gewissen System und sind überzeugt eigentlich von Gegebenheiten oder übernehmen Gegebenheiten, die geschrieben sind. Das ist eben eine Form von Überprüfung, ob diese Gegebenheiten eigentlich wirklich stimmen. Bei meinen Arbeiten ist es immer so, dass man genauer schauen muss. Also der flüchtige Blick genügt oft nicht. Man sieht eigentlich ab den Oberkörper Personen, die auf den ersten Blick halbwegs normal reinschauen. Schaut man aber genauer, sieht man eben, dass dieser Halsbereich, dass die Sehnen bei diesem Halsbereich rauskommen, dass der Blick eigentlich sehr gleich ist bei allen. Und das ist eben dadurch entstanden, dass ich jeder Person eine Langhantelstange in die Hand gedrückt habe und das eigene Körpergewicht aufgeladen habe. Der Vater, die Mutter, der Sohn, die Tochter haben mir jeweils Schuhe, Socken, Hose, Unterhose, Shirt und Jacke gegeben. Und ich habe das mitgenommen, habe das eingeäschert, und das ist dann wieder in diesen eingeäscherten Zustand in Gläser retour gekommen. Die Kleidung repräsentiert auch immer wieder eine Person. Es ist ablesbar, wer jetzt die Mutter ist, wer die Tochter ist, wer der Vater ist, weil ja eben es auch mit Identität zu tun hat. Aber man kennt eh die verschiedenen Kodexes der Kleidung. Es war so ein Versuch, die Dinge zu ordnen. Es geht ja immer wieder um Ordnungsprinzipien in meiner Arbeitsweise. Und so wurde auch die Homepage dann aufgebaut, eben in dieser Ordnung wieder eine Ordnung zu schaffen. Und es ist ja vielleicht auch eine Unordnung. Also wenn jetzt etwas Korrektur heißt oder Verdichtung